Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation Part 15. Und wir waren gerade in dem Spind und wir müssen immer noch ein Medikit für die verletzte Taylor finden. Ich bin gespannt, wo das ist und ja, hier rennt ja überall noch der Alien rum. Deswegen habe ich gerade irgendwie Angst, dass der kommt. Aber ja, jetzt gehen wir einfach mal raus. Okay, da war gerade was auf dem Radar. Oh. Oh, Scheiße, der kommt. Das ist gar nicht gut. Soll ich jetzt nochmal da rein? Oh, fuck. Okay, wieso bewegt er sich nicht? Was macht er da? Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll nicht nach rechts laufen. Oh, fuck. Zum Glück bin ich in der Schrank rein. Das war richtig knapp. Heilige Scheiße. Ja, mein Bruder hat mir gesagt, ich soll nicht nach rechts laufen, weil da irgendwas explodiert und dann sucht der Alien mich durchgehend und ich habe eigentlich fast keine Chance mehr. Deswegen, ich soll einfach nach links. Ist der jetzt weg? Ist der da jetzt im Schacht oder? Ich verstehe es nicht. Ich muss speichern. Wenn ich sterbe, bin ich wieder ganz am Anfang. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh fuck. Auch ich hasse es. Ich will halt. Es Problem ist, es liegt ja eigentlich bloß am Speichern. Ich will nicht sterben, weil wenn ich halt sterbe, deswegen bin ich so vorsichtig. Dann muss ich nochmal ganz vorne anfangen und da habe ich keine Lust drauf. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen gehe ich das halt. What? Mann, jetzt ist der wieder links. Und man hat ja keine Chance gegen den Alien. Ich meine, okay, ich hab's noch nie versucht, ihn abzuschießen mit dem Revolver, aber. Ja, ich will hier raus. Ich hasse das, wenn ich immer so lange im Schrank drin bin. Okay, ich hab nichts gesagt. Ganz ruhig. Heilige Scheiße. Hey, ich bin hier. Hey, ich bin hier. Hey. Okay, es war ein Scherz. Okay. Das Gute ist ja, dass man seine Schritte immer hört. Aber wieso ist der immer genau da, wo ich bin? Und immer. Oh. Ah. Jetzt ist er weg, oder? Jetzt könnte ich's versuchen. Jetzt kommt der Assi wieder, Alter. Oh fuck. Jetzt kommt er aus dem Schacht oder was? Ich verstehe nichts mehr. Was mache ich hier eigentlich? Also wenn ich da wäre, dann hätte ich mich sowieso schon lange selbst umgebracht. Ich meine, was würdet ihr in so einer Situation machen? Ich würde definitiv nicht rumlaufen und für andere noch ein Medikit suchen, wenn hier so ein Alien ist. Jetzt ist er da. Okay, komm. Das ist meine Chance, YOLO. Wo muss ich denn eigentlich lang? Ich muss da rechts hoch. Aber wie komme ich da hin? Durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medikit. Wie soll ich denn da hinkommen, Alter? Bin ich Jesus? Personalkombüse. Jetzt gehen wir einfach mal links rein, oder? Vielleicht ist da was zum Verstecken. Wow. Okay, komm schon. Oh, fuck. Aber ich habe irgendwie Angst. Okay, hier ist nichts. Heilige Schande. Okay, der ist weg, oder? War da gerade der Alien? Ich habe was auf dem Radar gehört. Wow.
Okay, bleib schön weg von mir, du kleiner Sauhund. Ja, okay, sehr gut. Ich muss speichern. Ladadam, ladadam. Ladadi, ladadam, ladadam. Okay. Alle, hier sieht man nichts. Wo bin ich denn jetzt? Da links kann ich rein. Soll ich da rein? Ich hab gerade irgendwie keinen Plan. Guck mal einfach mal, vielleicht kann ich da speichern. Oh oh. What's that? Hier ist gar nichts. Hier ist absolut gar nichts. Oh oh. Oh oh. Heilige Schande. Okay, ich glaube, der kommt. Was ist denn das für ein Bild hier? Das sieht man gar nicht so genau. Ein Vater mit seinen Kindern. Ja, der Vater ist wahrscheinlich brutal verreckt. Ja, und die Kinder sind jetzt alleine auf der Erde. Irgendwie traurig. Was ist das? Ein Drache? What the fuck? Ist der weg? Was? Der ist hinter mir. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr umdrehen. Ich bin in meinem eigenen Körper gefangen. Helf mir! Ich kann nicht mal die Taschenlampe hier drin anmachen. Ja, ist eigentlich auch gut, aber dann würde ich mal die Bilder sehen. Aber was macht denn der Alien, ey? Ist der direkt hinter mir? In so einem Schacht oder sowas? Ich hab keinen Plan, ey. Okay, jetzt ist er weg. Sieht doch eigentlich gut aus. Ich glaube, ich muss geradeaus. Aber kann ich da lang? Ich will nicht sterben, Leute. Oh fuck. What the fuck, Alter? Hä? Der ist ganz dahinter. Okay, der kommt. Oh fuck. Oder? Ja, der kommt ganz langsam. Ah. Okay. Das war mir doch ein bisschen zu nahe. Jetzt ist er wieder weg. Ha, meine Fresse, hey. Was muss ich denn überhaupt genau machen? Wie komme ich da rein? Das kotzt mich gerade schon wieder an, Alter. Na, nee. Jetzt ist er wieder links. Das Lamp macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, ich bleibe für immer in dem Schrank. Bis ich sterb. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Jetzt ist er weg. Okay. Komm schon jetzt. Jetzt oder nie. Fuck. Wo bin ich denn jetzt? Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll da nicht hin, weil da irgendwas explodiert. Halt mal, Personalkombüse. Ich glaube, ich hätte da irgendwas drücken können. Scheiße. Jetzt, ich gehe nochmal kurz zurück. Oh, scheiße, wo bin ich? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Geh los. Schnell, schnell, schnell. Oh fuck. Was macht der Alien da? Kommt der? Hä?
Hält sich er weg oder was? Was ist da los? Okay, Moment. Da rechts ist irgendwas. Oh fuck. Ja, geh weg. Okay, schnell. Was ist hier? Hä? Ach, das war's. Hä? Nee, oder? Oh ne, jetzt kommt er wieder. Was ist denn das? Ethanol habe ich... Okay. Nix riskieren. Oder da ist er. Ne, oder? Ne, da ist gar nichts. Ja, ich hab schon Halluzinationen. Mann, ey. Moment. Ich glaube, da kann ich nichts machen. Da ist einfach nichts. Ich stell's direkt neben mir, oder wie? Soll ich jetzt raus, Alter? Leck mich doch fett. Der Part geht schon wieder so lang. Was haben wir hier? Oh, fuck. Okay, ganz ruhig, Daniel. Es ist nur der böse Alien, der mich brutal zerfetzen will. Aber es gibt Schlimmeres auf der Welt. Angela Merkel. Justin Bieber. Und noch viele andere. Jetzt ist mir gerade nichts mehr eingefallen. Okay, jetzt ist er weg. Hoffen wir es einfach mal. Wie der immer schnell... What the fuck? Wie der immer schnell zurückkommt. Ich gehe aus dem Schrank raus. Ach, okay, komm, lauf mal nochmal zurück. Ich bin ja geistig behindert, ist ja kein Problem. So kommt's mir ab und zu echt vor. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wie mich das ankotzt, dieses Assi-Viech, das regt mich so zu Tode auf. Ich würde am liebsten einfach mit einer Gatling rauslaufen und das niederschießen, ohne Witz. Ist ich im Schacht, oder was? Aber ich glaube, ich spinn. Wenn hier auch mal eine Speicherstation wäre, aber hier ist einfach gar nichts. Jetzt bleibt er durchgehend in dem Raum hier. Jetzt habe ich den Raum ausgesucht und jetzt bleibt er durchgehend hier, oder was? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Soll ich raus? Jetzt nochmal gucken. Weiter geradeaus und dann rechts. Da ist einfach gar nichts. Da ist einfach nichts. Was ist denn das hier? Ach, das hab ich. Sicherheit? Nee, da gehe ich nicht hin. Da explodiert bestimmt irgendwas. Wie soll ich da hinkommen, Alter? What the fuck? Oh oh. Oh, es war einmal ein kleiner Daniel. Halt dein Maul! Ich hab grad versucht, eine Geschichte zu erzählen, Mann! Was guckst du jetzt so dumm? Was guckt der? Guckt euch das an. So hinterlistig. Oh, fuck. Geh weg. Guck mich nicht so an. Oh fuck, Alter! Hallo? Ja, geh weg! Los, husch, husch! Du da, was sehe ich? Okay. Jetzt oder nie.
Das nimmt nie ein Ende, meine Freunde. Oh, fuck. Was will der hier immer? Sobald ich rauskomme... Oh, gucken wir nochmal da. Vielleicht ist er ja jetzt da. Hehehe. Jetzt ist er wieder weg. Und wenn ich rausgehe, ist er wieder da. Hehehe. Guckt euch das an, diese dumme Schwuchtel. Ohne Witz. Ich bin noch nie richtig in dem Spiel ausgerastet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann in Alien Isolation ausrasche, ohne Witz. Das Spiel macht mich irgendwie so aggressiv. Ich komme nicht mehr raus, Mann! Ja, hat der Maul! Jetzt ist er weg. Fuck. Okay, ich hab's immerhin zum anderen Schrank geschafft. Das ist doch auch schon mal was, meine Freunde. You had a bad day. Du-du-du-du-du. You sing that song just to turn it around. And I don't know. Ich steck hier im Schrank. Was? Oh, meine Fresse. Meine Fresse. Wenn er jetzt hier reinkommt, dann ist es die unfairste KI, die es auf dem gesamten Planeten gibt. Okay, ich hab die Antwort, meine Freunde. Verpiss dich doch. Was hast du euch auf dem Rücken, Alter? Was hast du euch auf dem Rücken, Alter? Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Jetzt bin ich wieder hier. 3:28 nachts. Leute, ich hab's jetzt endlich geschafft zu speichern. Ich hab die Szene jetzt nochmal 4 oder 5 Mal gespielt, weil ich jedes Mal gestorben bin. Und also das ist so schwer. Ich hab keinen Plan. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich falsch mache. Ich weiß ja nicht, vielleicht mache ich auch gar nichts falsch. Vielleicht ist das Spiel einfach so schwierig. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal ciao. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part mal schauen, ob ich's dann endlich weiter schaff. Also wie gesagt, ich habe jetzt endlich den Speicherpunkt in der Station gefunden, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt, ich muss nicht immer von vorne anfangen, Gott sei Dank. Okay, also, dann sag ich mal ciao und bis zu Part 16.